Guten Tag, hier ist wieder der Chronist mit einem neuen Video von Neues aus Altera. Heute sind wir bei Folge 14 und wie beim letzten Mal schon angekündigt, geht es heute um Schilde und Helme. Ich werde erstmal die Schilde abarbeiten, denn die sind die primäre Schutzwaffe, kann man auch sagen, in Altera. Nicht nur als Schutzschild, sondern auch dank dem Buckel beim Rundschild. Da sind wir auch schon beim ersten und verbreitetsten Typen in Altera. Nicht nur wegen dem Rand, welcher das Ganze dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stabilität gegeben hat, sondern auch wegen dem Buckel. Im Inneren hatte man einen Griff, der dann quasi, an dem man den Schild packen konnte. Und war dann hier an den Seiten am Material am Holz festgemacht und da drin im Buckel, das war so eine Ausbuchtung, konnte man dann seine Hand vergraben und konnte dann das Ganze wie so ein Schlagring oder wie so ein Schlagbuckel dann konnte das Ganze dann hier verwenden, um den Schild auch als Schlagwaffe zu verwenden. So ungefähr muss man sich das dann vorstellen. Das heißt, man konnte damit nicht nur abwehren, sondern auch draufhauen. Und dieser Schild hat allerdings nicht den ganzen Körper geschützt. Der hat quasi den Kopf nicht ganz verdeckt und auch die Beine nicht. Allerdings konnte man den entsprechend nach oben oder unten schwenken, je nachdem, von wo gerade die Bewegung kam oder die Bedrohung kam. Alles andere hätte den Schild auch zu schwer gemacht. Und darum waren die Schilde manchmal auch nicht so, groß. Was es auch gab, sind so germanische Achteckschilde, die Achtecken sind, die auch so einen Buckel drin hatten und die auch mehr zum Schlagen verwendet wurden. Und die Kelten hatten das ebenfalls. Es waren mehr so die Billigvarianten, die eigentlich mehr aus so mehreren Planken nebeneinander bestanden, die auch gar nicht großartig verstärkt waren mit irgendwelchen Eisenringen. Die drumherum gemacht wurden oder mit Leder, was drüber gezogen wurde, um das Ganze nochmal zu verhärten. Das kam dann bei den Rundschilden. Aber das waren dann halt so Billigschilde der Germanen und Kelten, die wie gesagt nicht nur so sehr zur Abwehr eingesetzt worden sind, sondern vielmehr als Schlagringe mit leichter Schutzfunktion gedient haben. Also ein Pilum konnte das recht leicht durchschlagen, so ein paar Planken, die das ja eigentlich nur waren, die aneinander geleimt oder geteert waren, getackert waren. Je nachdem. War natürlich auch ein paar Verzierungen drauf, irgendwelche Speere oder Stammessymbole oder sowas ganz krude, in kruden Farben gemalt. Aber das ist so das Gängigste, was man so in Altera dann antrifft. Darüber hinaus gibt es noch, ich habe übrigens eine andere Hintergrundfarbe genommen, ich dachte mal öfter mal was Neues. Dann gibt es eine Schildform, die immer mehr Verbreitung findet und das ist dann der Normannenschild, der dann durch die Schlacht bei Hastings besondere Berühmtheit erlangt hat. Oder auch der Kite Shield. Oder auch Drachenschild genannt. Das klingt natürlich ein bisschen fetziger. Das ist der Drachenschild. Der nur der Optik nach noch einen Buckel hat, der aber wirklich nicht gebraucht wird. Und der eigentlich aus einem Rundschild entstanden ist, der allerdings verlängert worden ist nach unten hin, sodass auch die Füße dahinter geschützt sind. Und das ist quasi ein Ganzkörperschild, in dem man wunderbar einen großen Schildwall machen kann. Das ist der Schildwall-Schild schlechthin. Dahinter hat er noch Leute mit Speeren stehen, die dann per Überhandgriff Speeren draufhauen auf ihre Gegner. Da kann man sich vorstellen, dass so am besten die Schildfunktion der Schildwall dann auch funktioniert hat. Ja, das wäre dann der Normannenschild. Kommen wir dann zu den zu welchen Schilden kommen wir dann? Achso, zu den spezielleren Schilden. Das sind ja die hauptsächlich im Nahkampf da eingesetzt werden. Lass mich noch eben hier die Farbe auswählen, jawohl. So ist richtig. So machen wir das. Perfekto. Dann gibt es den Pavesenschild. Der Pavesenschild ist im Grunde genommen wie so ein umgedrehtes Normannenschild. Und dient vor allem dazu, dass man das Ding mal absetzen kann.
Und hat eventuell hier noch so eine kleine Kuhle drin, sodass da jemand rausgucken kann mit seiner Armbrust. Das ist nämlich das berühmte Armbrust, oder auch für Bögen kann man es auch verwenden, Schild, welches dann hier abgestellt werden konnte. Vielleicht auch mit einem Balken, damit es ein bisschen mehr Stabilität hatte im Boden. Und wenn man dann zum Beispiel eine Burg angegriffen hat, man ständig behagt wurde, dann hat man einfach den Schild abgestellt und nachgeladen, konnte in Ruhe nachladen, es sei denn, ist nicht gerade hier irgendwas Härteres da durchgeschlagen und hat einem von hinten in den Hintern gepiekst. Man konnte in Ruhe dann hier nachladen und dann sich rausdrehen oder aus dieser kleinen Kuhle da rausgucken. Wäre natürlich dumm, wenn die sich gerade drauf eingeschossen haben, die Verteidiger. Und aus der sicheren Distanz, sage ich mal, oder aus der sicheren Stellung, mobilen Stellung dann rausfeuern. Und je mehr man davon hatte, desto größer war natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwen auf der Mauer auch trifft. Weil die haben sich natürlich entsprechend auch hinter den Zinnen dann versteckt, wa? Die natürlich aus Stein waren und dementsprechend ein bisschen stabiler. Es sei denn, die kamen dann gerade mit irgendwelchen Bombarden an, aber das gehört ja dann nicht mehr zum Pavesenschild. Ja. Genau, das wäre dann so ein. Was, Pavesen? Ja, ich meine Pavese. Das ist eine Pavese. Und dem mussten diese Armbrustschützen natürlich auch ein ganzes Stück weit schleppen, bis sie dann entsprechender Schussweite waren. Und es gab natürlich auch noch weitaus größere Gestelle, die aber allerdings vorher erst gebaut werden mussten. Dann vielleicht zwei so Stützbeine hatten, wo sie dann auch zwei Leute hinter verstecken konnten oder noch mehr und dann nachladen konnten und von da aus schießen konnten. Aber das hier war quasi die Ein-Mann-Version, die auch noch als Schild im Nahkampf verwendet werden konnte. Das hier ist natürlich dann etwas, da kann ein Nahkämpfer kann natürlich einfach so rumgehen und sagen, hallo. Und die können den nicht wirklich dann noch hier wirklich verteidigungstechnisch einsetzen. Es sei denn, sie packen den beide an den Stützbalken an und rennen dann los in die Gegner hinein und drücken sie dann an die Wand oder sowas. Wäre natürlich möglich, aber ist nicht so praktisch. Aber das ist der Pavesenschild, ein Spezialschild. Dann gibt es noch den Dreieckschild, der vor allen Dingen leichter war als jeder bisherige andere Schild. Das ist nicht ganz ein Dreiecksschild, also nicht ganz ein Dreieck. Das wäre dann eher das hier. Was dann hier auch ein bisschen mehr, ja, nicht so eine große Schutzwirkung dann hier an den Beinen hatte. Das hat aber dann hier ist mehr so der Ritterschild tatsächlich. Wo da einfach nur das Wappen drauf ist und das hier zur reinen Abwehr dann eingesetzt wird. Also, ja, gut. Also es wird nicht mehr als Schlagwaffe eingesetzt, sondern ist hinten dann auch nur noch mit zwei Riemen befestigt, sodass man das so, wenn hier der Arm ist, dann hier getragen hat. Und die Ritter sind dann meist so gut gerüstet, dass hier sie auch hier den Schutz nicht mehr so nötig haben und den auch entsprechend dann einsetzen, je nachdem, was sie halt gerade brauchen, ob der nach oben oder nach unten schützen soll. Je nachdem wurde er halt geschwenkt. Und der war meist auch ganz aus Metall. War aber dann trotzdem leicht. Also war ein Leichtmetall. Also, oder beziehungsweise mit Metall überzogen. Es war ein. Ja, es gibt solche und solche. Es gibt welche, die sind mit Metall überzogen, mit einer Metallschicht. Es gibt welche, die bestehen vollkommen aus Metall. Und es gibt welche, die sind wie so ein Rundschild eigentlich aus Holzgestell und dann mit Leder überzogen. Also von daher gibt es alle möglichen Fertigungsvarianten. Aber das ist etwas, was einfach ein leichterer Schild war, der eingesetzt wurde, wenn die Schutzwirkung, wenn so ein Rundschild oder ein Normannenschild, wenn das alles zu schwer war, ja, und sich einfach nicht gelohnt hat, den mitzunehmen. Joa. Dann kommen wir zu den. Ups. So jetzt nicht. So. Dann kommen wir zu den römischen Schilden, von denen es auch einige gibt und die nach wie vor von den römischen Legionen noch eingesetzt werden, wo sie noch in hier Westeuropa, Mitteleuropa eingesetzt oder aktiv sind. Das ist zum einen das berühmte Scutum. So heißt es da. Welches ein Viereckschild ist, den man auch absetzen kann, der den ganzen Körper beschützt. Der vorne auch einen Buckel hat zum Zuschlagen. Krieger dahinter. Und der allerdings auch an den Seiten gekrümmt ist. Wenn man sich das so in der Formation vorstellt. Upsala, das ist grafisch nicht ganz korrekt.
ungefähr. Sah das aber den Römern aus. dann gibt es bei Rundschilden, wenn die sich überlappen, gibt es ja so, ich sag mal, sind ja nicht sehr breit. Und es gibt dann so Zwischenbereiche, die nicht ganz abgedeckt werden. Und wo auch jemand auch von der Seite so reinstechen kann. Von der Seite wäre dann sozusagen ein Zugang, wenn die nicht, sich nicht perfekt überlappen, was sie ja nie tun, weil es Rundschilde sind. Das heißt, es gibt immer diese Lücken hier, oben und unten, wo jemand durchstechen könnte. Und diese Skutumschilde haben das halt nicht, weil sie halt auch hier diese Biegung noch drin haben. So, wenn da jemand reinstechen will, dann stößt er natürlich eher dagegen. Gegen diese Wand. Und wenn sich die dann, lassen sich natürlich auch leichter zusammenstellen, weil es eben nicht nur einfach Rundschilde sind, sondern einfach, sondern auch hier, ja, weil die sich halt auch perfekt aneinander drücken lassen. So, dass da wirklich kein Bereich ist, wo man jetzt durchstechen könnte. Und wenn man durchstecht, dann trifft man halt auf diese Krümmungswand. Was es natürlich zu einem sehr erfolgreichen Schild gemacht hat. Allerdings war er auch sehr schwierig in der Herstellung, weil man eben diese Krümmung und all das halt so hinbekommen musste. Ne? Und das war halt auch ein Holzrahmen und ein Buckel und ja, ist dann irgendwann mal zu aufwendig gewesen, alle Römer damit auszustatten. Wird allerdings nach wie vor von den primären schweren Infanterie der Römer auch zu Altera, in Altera-Zeiten eingesetzt. Was dann hier später kam und was dann am meisten eingesetzt wurde, vor allen Dingen von Auxiliartruppen, war eben dieser ovale Schild, welcher dann ja flach war vor allen Dingen. Der hatte nicht mehr diese Krümmung drin, hatte allerdings einen Buckel auch wieder zum Schlagen und war im Großen und Ganzen der Vorläufer vom Rundschild, wobei die Römer den immer noch gerne einsetzen. Und wurde dann Parma genannt. Ja. Ist auch eine römische Fabrikation, die außerhalb von ihnen nicht wirklich eingesetzt wird. Da ist der Rundschild halt verbreiteter. Oder auch ein Eckkantenschild, wie viel Ecke so ein Teil dann hat. 6 oder 8 Ecke. Also ein Germanen- oder Keltenschild. Ja. Aber das ist auch etwas, was man sporadisch noch finden kann. Und auch nicht schlecht ist. Nur so ein Rundschild ist halt stabiler, noch ein Stück weit. Jetzt aber frag mich nicht genau, warum. Es hatte irgendeinen Grund, irgendwas mit, ich weiß es nicht mehr. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber was man ja auch beim Kämpfen dann berücksichtigen muss, man betrachtet das natürlich immer aus der Warte des Angreifers. Aus der Warte des Verteidigers möchte man natürlich auch die Möglichkeit haben, möglichst viel zu sehen. Und bei so einem Eckschild, wenn man darüber guckt, sieht man diese Ecke jetzt hier gar nicht. Man sieht ja gar nicht, was dahinter vorgeht. Man müsste das Schild ja dann beiseite nehmen. Und so ein Rundschild ermöglicht einem das noch eine etwas bessere Sicht. Demnach wäre ein Schild, der so geformt ist, vermutlich auch gar nicht so schlecht. Und den gab es auch. Der sieht aus wie so ein Grabstein. Und soweit ich weiß, haben die Ägypter so eine Art Schild auch eingesetzt. Ja. Sieht aus wie ein ägyptischer Schild, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Nun gut, das gibt es natürlich auch. Die kann man sich auch importieren. Wer ein Abenteurer in Altera werden will, kann sich auch so ein Schild importieren. Je nach persönlicher Vorliebe. Ja. Und man kann natürlich auch ein bisschen leichter an denen vorbeistechen, sag ich mal. Also auch als Angreifer, als jemand, der aus dem Schild heraus attackiert. Während es natürlich schlecht so, um so eine Ecke zu hauen. Muss man den Schild natürlich schon beiseite nehmen. Insofern ist das ja auch ja, mehr so eine, für den defensiven Charakter ist so ein Rundschild dann schon ein bisschen angenehmer, weil er eben hier leichter dran vorbei stechen kann und nicht gleich den ganzen Schild wegnehmen muss, weil diese ganze Kante hier im Weg ist. Tja. So viel zur Theorie. Zurück zur Praxis der Helme. Und die werde ich nur kurz umreißen, weil da ist eigentlich recht klar. Ich habe 10.000 Modelle da hier in verschiedenen Funktionen auf meiner Homepage aufgeführt, aber ich werde es hier nur kurz umreißen. Helme sind ja ganz klar Kopfbedeckung und Kopfschutz. Und je nach Witterung könnte man dann auch hier das Ganze ausstaffieren. Die müssen innen möglichst ausstaffiert sein mit Wolle oder Leder oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas, was Wuchthiebe dann abfedern kann.
Oder überhaupt, um Traumata abzuwenden. Wenn der Kopf dann da drin steckt. Und halt auch, um Pfeile und Hiebe und alles Mögliche abzulenken. Abgelenkt. Abgewehrt. Und im Großen und Ganzen ist das die Funktionsweise aller Helme. Ja, außer vielleicht noch, um den Gegner einzuschüchtern. Wie zum Beispiel der Friesenhelm, den es in Altera gibt, wie er dann zum Beispiel so Stacheln drauf hat. Da gibt es den Eberhelm, unter anderem bekannt aus Beowulf. Eowulf wollte ich schon sagen. Beowulf, wo es Helme gab. Aber es kommt noch aus der Bronzezeit, die dann halt mit Wildschweinhauern versehen waren. Inwiefern das dekorativ war oder auch einen Schutzwert hat. Ich glaube, es hat auch einen Schutzwert. Das waren dann halt so Lederhelme, die mit Wildschweinknochen quasi verziert waren. Das waren dann hier so, ja, Eberhelme, nicht Wildschweinhelme. Lass mich das eben korrigieren. Zip. Eberhelm. Das hier wäre so ein Friesenhelm gewesen. Der dann hauptsächlich aus Bronze und Metall besteht. Also Eisen. Bronze primär deswegen, weil in so einer, ich sag mal, salzigen Gegend wie der Küste natürlich Rost natürlich in Gefahr war. Und dementsprechend, weil Eisen sowieso nicht so verbreitet war an der Küste, musste dann halt auf Bronze ausgewichen werden, was es da ja ein bisschen erschwinglicher war dann als Eisen. Und auch ist in der Welt von Altera. Ja, dann gibt es den berühmten hier Spangenhelm, der dann auch von römischen Auxiliaren eingesetzt wurde und der auch ähnlich aussieht, der die Wangen vor allen Dingen schützt. Das wäre der Spangenhelm. Und dann gibt es den Nasalhelm. Auch eine Kombination aus beiden natürlich. Nasalhelm wäre dann einer, wo deine Nase geschützt wird. Wenn einer von vorne draufhaut, dann wird das halt abgefangen. Und wer dann Nasalhelm und Spangenhelm zusammengeführt hat, der hatte dann halt schon im Grunde genommen das, was man heutzutage dann einen Vollhelm nennen würde. Wie ihn die Ritter dann tragen. Natürlich, da braucht man noch ein paar Atmungsschlitze. So ganz grob. Und dann kommt noch eine Feder obendrein. Aber das ist dann schon dekorativ oder auch um einzuschüchtern. Bezüglich Einschüchterung könnte man auch noch den Langobardenhelm nehmen. Der besonders dafür gedacht war, Größe zu simulieren. Und das ist quasi ein Vorläufer der Pickelhaube. Wo es dann auch einen Kragen gibt. Wo hier dann das Gesicht war und wo man auch die Schultern mitgeschützt hat. Auf jeden Fall etwas, was Höhe oder Größe suggeriert hat. Und je größer ein Gegner ist, desto, ja, einschüchternder ist er. Ja. Stellt euch mal einem Riesen gegenüber. Das ist schon was ganz anderes. In dem Moment. Das ist nun mal so. Tja, und sonst, das ist Langobardenhelm. Achso, was darunter getragen wurde, wenn so eine Ausstattung da nicht ausgereicht hatte oder wenn das halt nur Leder war, dann hat man sich halt gerne noch so eine Unterziehhaube drunter gepappt. So eine Unterziehhaube ist im Grunde genommen nur so eine so eine Wollemütze. Oder Stoffmütze. So ein bisschen, eigentlich wie ein Gambeson von der Machart her. Ist auch wattiert. Eine wattierte Haube. Und darauf kam dann der Helm noch obendrauf. Einfach um die Schläge abzufedern. Manche besonders billige Truppen tragen auch nur diese Wollmütze. Weil sie hat natürlich wie der Gambeson auch Schutzwirkung gegen Schnitt- und Stichwunden, allerdings nicht so wirklich gut. Vor allem nicht im Gesicht. Ja. Das heißt, man klemmt sich da so ein Stofffetzen direkt vor dem Mund, aber dann ist das Atmen natürlich nicht mehr so einfach. Nun gut, ja, man muss einen Kompromiss finden bei der Schutzwirkung und der Bequemlichkeit. Letzten Endes entscheidet ja eher noch die Waffe als die Verteidigungsrüstung, zumindest sollte man sich darauf nicht unbedingt verlassen. Ja, und wo wir gerade bei den, ja, Unterziehhauben sind, es gibt natürlich dann auch noch hier Hauben. Hauben sind wie Gugel, bedecken den ganzen Kopf und nehmen dann auch die Schulter noch mit.
So ein Google wäre hier noch mit so einer Mütze hinten dran, mit so einem Schwanz. Aber von den Hauben gibt es dann welche aus, ja, aus Gambison oder auch aus Kettenringen. Das wäre dann eine Kettenhaube. Oder halt eine wattierte Haube, wie so ein Gambison. Das wäre dann quasi die Erweiterung der Wollmütze oder der Unterziehhaube dann. So. Darauf kommt dann nochmal der Helm drauf. So. Ja. Und dann habe ich mir noch ganz viele Helme ausgedacht. Löwenhelme, Fischkopfhelme. Alles, was so von den Rittern getragen wird. Weil die alle noch eine spezielle Wirkung haben. Mehr so eine psychologische, mythologische, magische Wirkung. Und aber das kann man auf meiner Homepage alles genauer nachlesen. Fällt mir jetzt auch gerade nicht alles ein, was ich mir da alles ausgedacht habe. Auf jeden Fall ist das jetzt wieder so ein grober Überblick über die ganzen Helme, die es da gibt. Ja, und ich denke, damit haben wir auch wieder einiges geschafft. Schilde und Helme. Alles in Alterra zu kaufen, bei ihrem Händler des Vertrauens oder auch Nichtvertrauens. Lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen. Halten Sie Ihre Gulden, Silbertaler und Kupfermützen eng bei sich, wenn Sie irgendwo in Alterra in den Laden gehen. Und ja, viel Glück beim Erwerben Ihres Schutzmaterials und Ihres Angriffsmaterials. Ich hoffe, diese Videos waren ein bisschen aufschlussreich in Bezug darauf, was man alles zu erwarten hat in Alterra, was ja, den Kampf auf Leben und Tod angeht. Schutz und Angriff. Ja. So, als nächstes habe ich ja, was ich ja schon, in welchem Video, ich weiß es gar nicht mehr, gesagt habe, ich glaube im Video 12, wo es dann um die Fernkampfwaffen ging, nämlich um die intelligenten Völker Alterras. Und da geht es dann wieder ein bisschen mehr in die, ja, in die Tierwelt. Ja, nicht Tierwelt, es ist so eine Mischung. Es sind die intelligenten Völker, es sind nicht die halbintelligenten und nicht die nicht intelligenten Völker, sondern die intelligenten Völker. Ja, das war der Chronist mit Video Nummer 14 und ich sage, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es heißt, zurück nach Alterra, Neues aus Alterra. Bis dahin.